Jo, Leute, ihr hört es schon an der Musik. Hier geht's gerade mega ab, aber wir gehen da rein. Dann geht's nicht mehr so ab, hoffentlich. Ja, was geht jetzt ab? The entrance was blocked by blocks? Can you use the gigas to move them? Yeah, maybe. I'll try. Ja, wir haben im letzten Part gegen ein UFO gekämpft und weiteres. Was muss ich machen? Hä? Ach so. Oh, yo. Hallo? Ist das eigentlich ein neuer? Nee, ich glaube, das ist auch so ein blauer, oder? Der zerstückelt wird. Oh cool, wir haben ein neues Level erreicht. Nice. Yo. Was geht mit dir falsch? Damn. Bam. So, damit ist der down. Und der ist auch down. Und was ist eigentlich mit ihm los? Er steht einfach nur da. Was wollt ihr denn alle? Geht mal weg hier. Ach, weil der besiegt ist. Oder? Oder doch nicht? Doch. Oh oh. Oh oh. Ich wechsle auf den. Da ist ja noch einer. Ich find's doof, dass die meisten Roboter die gleiche Attacke oder Spezialattacke haben, diesen Tackle. Warum zum Teufel? Hey. Sollen wir so weitermachen? Ich denke. Ich glaube, wir sollen tatsächlich so weitermachen, oder? How are we gonna reach that? Well, there are some more blocks here. What the fuck? Natürlich. Mehr. Warum auch nicht? Aber gut, sie sind gute Gegner, dachte ich. Schnell töte es. Ich gehe lieber vorzeitig raus. Warum nicht? Ich glaube, die geben viel Erfahrung. Bam. Du bleibst liegen, mein Freund. Und was willst du? Die sind auch schon stark, habe ich den Eindruck. Weiß ja nicht. Vielleicht täusche ich mich aber auch. Ich glaube es aber eher weniger. Ich meine, es die meisten Gegner, die zwei Lebensanzeigen anhaben, die sind meistens stark. Es ist unfair und feige hier oben zu sein. Komm lieber runter. Seht ihr, wie stark die sind? Die allein durch zwei oder durch 6, 7, 8 Roboter kriegen wir 2 Level. Wir hatten das am Ende des letzten Parts oder nee, sogar am Anfang diesen Parts hatten wir Level 15 bekommen und jetzt sind wir Level 16, also das muss echt was heißen. Okay, man kann das auch mit den anderen machen. Gut zu wissen.
dachte, ich müsste jetzt wieder zu den blauen wechseln. Aber nein! Es ist so lächerlich eigentlich. We'll need more than that. Lass mich raten, da kommen jetzt gleich nochmal solche Viecher. Wisst ihr, was ich mich gerade frage? Ist hier oben irgendwas mit Truhenmäßiges? Ich meine, uns fehlen ja noch wie viele Truhen? Ja. Einige. Ich weiß wirklich nicht, wo die sein sollen. Ich werde am Ende des LPs nochmal grundsätzlich alles durchgehen. Aber wartet kurz. So, ich glaube, das muss ich rausschneiden. Sorry. Das ist halt das Problem, wenn man noch zu Hause bei seinen Eltern wohnt, ne? Das kennen, glaube ich, viele. Mann, ist das peinlich. Ich bin 21 und wohne noch bei meinen Eltern. Ha. Ich bin nicht gerade begeistert davon. Aber gut, okay. Es gibt wenigstens kostenloses Essen, also von daher kann man positiv sehen. Ah, seht ihr, da gibt's noch ein bisschen ein paar MP-Kugeln. Was war das denn? Habt ihr das gerade gesehen? Habt ihr das... Der hat den gerade angezündet. So, was ist mit dir falsch? Junge. Alter. Ja. Oh, Bällebad. Oh, yo. Als ob hier noch weitere von den Dreckviechern sind. Was wollt ihr denn? Geht mal weg. Ich habe euch nicht um eure Erlaubnis gebeten. Habe ich euch gesagt, ihr dürft hier im Bällebad Bällebaden spielen? Oh, Truhe. Haben wir doch noch einen entdeckt. Sehr schön. Neu. Ich würde jetzt gerne die Truhe aufheben, aber irgendwie wird das nichts. Yeah, die Tassen sind back. Ich finde das ein bisschen doof, dass die in jeder Welt irgendwie die gleichen Attacken haben. Ich hätte es besser gefunden, wenn es wirklich exklusive Attacken gegeben hätte. Aber das ist das wievielte Mal, dass wir die Tassen nutzen können. Ich meine, im Alice im Wunderland hätte ich es verstanden. Aber wir sind halt in der Spielzeugstadt. Da hätte ich es besser gefunden, wenn irgendwie so ein Spielzeug fährt oder so. Keine Ahnung. Wahrscheinlich habe ich auch nur Wunschvorstellungen. Ja. So. Da ist ja noch einer. Und der stirbt nicht, ernsthaft? Mach was halt so. Aber das ist ja aber ganz schön schwer. Wir könnten drei Truhen sein. Wir könnten wirklich seriously drei Truhen sein. Ich habe eine gesehen. Wo ist die? Die war hier irgendwo. Hallo? Wo war die denn? Die war hier doch. Die war hier hinten irgendwo.
Was ist das für eine Scheiße? Was zum Teufel? Hallo, Truhe. Wo bist du? Ich hab sie doch gesehen. Da! Gosh. Hey. Auf. Blitzspange? Für Blitzrau oder was? Hä? Ach nee, das ist nur auf. Erhöht die Abwehr- und Blitzresistenz. Okay. Würde aber sauber nichts bringen. Durch den Heldengürtel. Dir würde was, das was bringen, aber haben wir bisher Blitzgegner gehabt? Du hast ja noch gar keine Rüstung, deswegen gebe ich dir das mal. Oh ja, und die werde ich, denke ich, verkaufen. Oder zumindest den Ritterschild. Weil Ritterschild Plus hat ja noch die Feuerresistenz. Klar geht der Angriff ein bisschen runter und die Aero-Resistenz geht auf null, aber was willst du großartig machen? Ne? Im Übrigen sollte ich mal öfters hier wieder Megapoison. Ist eigentlich Megapoison besser als Hypoison? Das habe ich nie verstanden. 160, 160. Okay, ist beides gleich. Oder? 160, 160. Bei allen. Ach so, das eine heilt bei allen und das andere bei allen. Ja, wenn das bei allen heilt, dann würde ich sagen, machen wir erstmal nur die Side Potion, damit wir das auch weg haben. Was ich mich jetzt aber frage, kann man da nicht hoch? Ach, das. Ach, wir hätten. Ja, lol. Hätten es uns auch chilliger machen können. Auch mit der Truhe zu suchen. Hätten einfach nur das Ding aktivieren müssen. Ja, ich möchte jetzt aber bitte wissen, ob hier noch vielleicht eine Truhe ist. Wir müssen ja zwingend noch ein paar Truhen sein. Mindestens 4, 5 Truhen. Also das muss safe so sein. Haha. Kaum sage ich's. Nice. Oh, ist sogar eine große. Wahrscheinlich wieder so ein Minigame. Ja, war klar. Ach, das hätten sie wirklich rausschmeißen können. Ich finde die nicht gut. Die gucken wir auch demnächst mal wieder an. Die neuen zumindest. Ich mag aber die Minigames nicht. Die sind so kacke. Ist ja... Vielleicht ist ja... Ich dachte schon. Es sah so aus wie eine Truhe. Warum kann man hier hochrennen? Was bringt einen das? Ach so, deswegen. Wird man darum... Warum steht der da? Das ist ein neuer. Oh ja, kennt ihr das? Haha. Ich sag doch, hier sind safe... Safe sind hier noch alle Truhen. Also... Alter! Wie umfangreich ist die Burg denn? Was ist denn jetzt los? Was? Bitte? Hallo? Hallo? Ich komme hier nicht mehr weg. Jetzt. Yo, was geht denn jetzt ab? Alles klar. Aber was ich noch zum Thema ansprechen wollte von eben, bevor wir unterbrochen wurden. Kennt ihr das? Das, bei Maggots zum Beispiel, da gibt's so eine... Oh lol, das war ein Gegner. Ich dachte, man könnte in den Reihen. Hier dieses... es gibt so ein... Gibt so bei Maggots zum Beispiel. Oder in einer Spieleparadies. Ja, klingt komisch, aber im Spieleparadies zum Beispiel gibt es so Säcke oder auf Märkten, auf Zirkusmärkten oder auf dem Rummel irgendwie sowas. Da könnt ihr in so eine Burg oder in so ein Spiegelkabinett und da müsst ihr manchmal... Na, was heißt Spiegelkabinett? Das ist nicht wirklich ein Spiegelkabinett, aber so eine Art Spiegelkabinett. Da könnt ihr, ja, euch beschäftigen... Da ist noch einer. Ich dachte schon.
Wo ist der letzte? Den haben wir nicht gekillt. Okay. Safe ist hier bestimmt noch einer. Ach. Ach so. Aloy. Sicher jetzt erst. Hier sind die versteckten letzten Dinger. Wisst schon. Die wir brauchen. Ich bin hier gerade ein bisschen überfragt. Ich glaube, ich gehe mal in den roten, in den grün rein. Der hat auch nur diese Bombenfähigkeit. Hey, was geht bei dir? Wieso flüchtest du? Oh lol, das ist ein Elefant. Hallo? Hör mal auf zu flüchten, Alter. Was war das denn für einer? Da komme ich safe nicht rein. Also das muss ich zwingend so machen. Oder kommt man da doch rein? Ich glaube, man kommt da doch rein. Ich bin zu blöd dazu. Ah, cool. Man kommt da irgendwie rein, aber wie? Von oben? Nee. Hä, wie soll man dann da reinkommen? Oh. Ja, gut. Stimmt, ich habe vergessen, dass Zauber klein ist. Ich glaube, jetzt haben wir hier alle Drohnen, oder? Also, nicht alle Drohnen im... Ja, in der gesamten Welt, sondern alle Drohnen hier. Ah, müssen wir jetzt... Und jetzt plötzlich ist er blau? Oder war der schon die ganze Zeit blau und ich bin einfach nur zu blöd, das zu checken? Wahrscheinlich zweiteres. Hä, aber wie willst du die... Wie willst du das machen? Ach, du kommst hier doch so hoch. Ich dachte schon, hä, wie willst du das machen? Und hier ist noch ein roter. Ja, cool. Hätten wir uns chilliger machen können. Ja. Ich glaube, wir haben ja tatsächlich alles. Gut, dann machen wir die... Kisten, Drohnen, irgendwas. Aber wieso willst du da hochkommen? Das geht doch gar nicht. Den kommst du da doch gar nicht hoch. In der Stange. Kommst du nicht hoch? Lavanesh. Da hier? Nee. Hä? Wie kommst du hoch? Kommst du hier hoch? So lang? Ja, tatsächlich. Nee. Man findet immer, es gibt immer zwei Wege, die nach Rom führen. Apropos Rom, was mir gerade einfällt. Wir hatten ja in einem... Sag nicht, da fehlt noch was. Tatsächlich, da fehlt noch was. Wir hatten ja in einem Livestream... Wir hatten mal ein Livestream-Projekt gehabt, falls ihr euch erinnert. Bezüglich Kingdom... Quatsch, Kingdom Hearts. Bezüglich Assassin's Creed. Da ist mir gerade so eingefallen. Oh lol. Spätestens jetzt hätten wir das, die Truhe hier gefunden. Alles klar. Yeah! Wann das Projekt weitergeht, weiß ich nicht, weil, naja... Streamen ist ein bisschen schwierig. Weil du musst halt extrem viel Zeit haben und... Ja... Es ist schon verwunderlich, dass ich überhaupt die Zeit gefunden habe, hier dieses Projekt überhaupt am Laufen zu... What the fuck? Ey, wie viele Drohnen sind hier eigentlich? Ich meine, versteht mich nicht falsch, es ist ganz genius. Das ist hier so... Ritterring, was ist das denn? Was ist der Ritterring? Ja, war klar, dass es ein Ring ist. Erhöht den Angriff spürbar und das FP-Maximum. Senkt aber bei... Senkt aber... Was? Ach, muss ich safe? Ich muss safe den Fertigkeitsring tragen, alles klar. Okay, wir haben jetzt Kraftring. Machen wir erstmal den Kraftring. Okay, der Ritterring ist besser.
denke, ich werde auch bei Sora immer auf Kraft und FP gehen, weil ist halt für ihn besser. Du hast den... Du hast das Ding. Und Goofy hat das Goldamulett. Was bringt dir das nochmal? Ach so. Ja gut. Bei ihm wird zwar der Angriff erhöht, aber FP und Magie gehen runter. Und bei dir? Ja. Ich glaube, dann gebe ich mal Woogie etwas. Und zwar kriegt er den Kraftring. Ich weiß nicht, ob das was bringt, weil ich weiß nicht, ob der mit Magie angreift. Ich habe den Eindruck, er greift eben nicht mit Magie an. Oh lol, guck mal, wir sind gleich schon wieder Level 16. Damn, hier kann man echt gut trainieren. Das ist cool. Kann man mega trainieren. Hallo? Aha. Was zum Teufel? Du gehst mal weg. Du gehst auch weg. Du gehst auch weg. Hey, wurde ich gerade angegriffen? Ja, ich weiß halt nicht, ob Woody wirklich mit Magie angreift. Das ist halt ein bisschen schwierig, ne? Er könnte mit Magie angreifen, aber es ist so eine Sache. Oh lol. Oh lol. Habt ihr das gerade gesehen? Da war so eine Puppe. Das hat den Elefanten beseelt. Beseelt. Woher kenne ich den Satz? Beseelt. Ich glaube aus Yo-Kai Watch. Gibt es ja auch eins für Switch. Oh. Da haben wir die letzten Truhen. Aber bevor wir die aktivieren, müssen wir erstmal die Gegner besiegen. Genau. Ah, nice job, Leute. Cool. Bevor wir die aktivieren, möchte ich mich hier noch weiter umschauen, denn ich habe den Eindruck, hier sind noch ein paar Truhen. Ich weiß ja nicht. Es könnte aber echt nochmal risikoreich werden, wenn es hier... Hier sind doch safe noch ein paar Truhen. Kann ich die auch mit Sora einfach wegschlagen? Nö. Natürlich. Der Roboter kann solche Dinger wegschlagen, aber Sora nicht. Logik. Okay, ich vermute, dass sich hier hinter Safe was befindet. Also, komm schon, da muss doch was sein. Einfach mal unnötig kaputt machen. Komm, da muss eine Truhe sein. Ich glaube das nicht. Als ob hier keine Truhe ist. Are you fucking kidding me? Ist ja echt... Hier ist echt keine Truhe. Lol. Hier war wirklich nur die eine Truhe am Anfang. Ich guck jetzt aber nicht nach. Wobei, nee, das ist irgendwie der Anfang. Ich mach's jetzt so, geht schneller. Schieß mir weg. Oder wartet, wir gucken jetzt mal, wo ist der Würfel hin? Oh, er ist da. Okay, was glaubt ihr, was wir würfeln? Ich sage, wir würfeln eine 4. Doch nicht. Mann. Was verpufft? Ach, Manno. Mann. Was ist der Würfel? Ja, sieht so aus, als ob wir es nie erfahren werden. Was hätten wir wohl ge... Als ob der einfach verpufft ist. Ist klar. Warum nicht? Gut. Dann setzen wir die letzten Dinger zusammen. Dinger. Ich weiß nicht, mit der lilanen Hand sieht das komisch aus.
Galactus? Yep, and it's our way up to the dark corridor. Spätestens jetzt merkt man, dass es ein Final Fantasy Crossover ist. Das war gerade die Siegesmusik von Final Fantasy. Und der Kaktus ist ein Gegner. LOL. WTF. Ich befürchte, dass sich da oben noch was befindet. Also hier oben auf den Röhren und so. Deswegen gehe ich da jetzt hoch. Wenn ich nicht zu blöd bin. Man kommt doch da hoch. Oder? Hallo? Man kommt doch da hoch. Man kann da hoch. Aber wie? Na gut, gehe ich halt auf den Kaktus. Oh. Wie kommt man da hoch? Ich habe es gerade gesehen, wie man da hochkommt. So kommt man da hoch. Kann man? Nö. Es wird heute, glaube ich, eine extra lange Folge, habe ich den Eindruck. Ich habe leider keinen Timer gestellt. Weil, ja. Warum auch? Kommt man da doch nicht hoch? Ich glaube, man kommt da doch nicht hoch. Ach, kann das sein, dass die Welt extremst lang ist? Ich meine, wir sind jetzt hier schon 4-5 Parts und sind immer noch nicht beim Boss. Aber ich habe den Eindruck, wir kommen langsam zum Boss. Deswegen mache ich auch die Folge heute mal ein bisschen länger, weil, ja, Spaß und so. Ich möchte mal da hoch. Da kommt man da. Kommt man da gar nicht hoch? Doch, da kommt man hoch. Da kommt man hoch. Laber nicht, da kommt man hoch. Ich finde das ein bisschen blöd, dass man immer so springen muss, weil er nicht automatisch gehen möchte. Hätten sie uns auch easy machen können. Und hätten einfach hier hochgehen können. Rocky. Dann eben nicht. Ja. Yeah. Nein, du sollst runter. Wie Woody da mitmacht. Lel. Okay. Dann gehen wir hoch. Auf den Kaktus drauf. Auf den Final Fantasy Kaktus. Oder. Wie sollen wir da hochkommen? So. So doch nicht. Wie soll man da hochkommen? Wartet mal. Mir fällt gerade was ein. Ich hab gerade eine doofe Idee. Aber ich glaube, man muss den zusammensetzen. Oder doch nicht? Oder doch nicht? Hä, aber wie willst du da? Oder kann man einfach. Oh, ja. Warum fällt mir sowas nicht ein? Ist da eine Truhe? Ich habe ein bisschen Angst. Und da oben war doch nichts. Ist hier eine Truhe? Nö. Hier ist einfach mal gar nichts. Warum mache ich mir so eine Arbeit, wenn hier im Endeffekt doch nichts da ist? Ich habe ein bisschen Angst, dass auf den ganzen Arm und so was ist. Das erinnert gerade extremst an Olympus. Ich sag immer Olympus. Entschuldigt. Das heißt Olymp. Du Vollpfosten. Ich dachte mir schon. Lol. Machen die einfach nur. Okay, gut. Wir haben hier einen Speicher und das sieht mehr aus wie der Boss. Wollen wir noch den Boss machen? Nee. Nee, wir machen nicht den Boss. Wir machen den im nächsten Part. Haben wir für den nächsten Part eine komplette Folgezeit. Und
Ja, es sieht so aus, als ob es auf das Finale der Welt zugeht. Ich freue mich, denke ich, hoffentlich. Wird ja nicht allzu krass. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, tschüss und ciao, euer Mike.